Zuallererst möchte ich Ihnen kurz den Unterschied zwischen den beiden Polen der Erde erklären. Der Nordpol liegt inmitten eines tiefen Ozeans. Der Südpol hingegen ist der Mittelpunkt einer Hochebene, die eine Höhe von 2.000 bis 3.000 Metern erreicht. Im Sommer nisten an den Küsten unzählige Vögel. Während in nordischen Polarregionen viele verschiedene Blumen wachsen, gibt es am Südpol nur einige primitive Pflanzenarten. Auf diesem Kontinent gibt es nur wenig Leben. Er ist kalt, still und tot. Nicht einmal einen Volksstamm wie die Eskimos gibt es dort. Für Menschen ist es einfach zu kalt, um dort dauerhaft zu leben. Der einzige ständige Bewohner ist der Kaiserpinguin. Und auch er lebt nur am Rand des Kontinents. Die Ursache dafür ist, dass der Südpol sich inmitten einer Eiszeit befindet. Infolge der Eiszeit ist es in der Antarktis durchschnittlich 10 bis 20 Grad kälter als in der Arktis. Die Eiszeit macht die Antarktis aber auch zu einem der ergiebigsten Forschungsfelder der Welt. Im Zweiten Weltkrieg wurde dieser Teil der Antarktis von Deutschland besetzt. Neuschwabenland. Einige sagen, hier gäbe es eine geheime U-Boot-Basis. Andere sagen, dies hier sei das Zentrum für die UFO-Forschung. Man erinnerte sich sehr schnell wieder der deutschen Antarktis-Expedition 1938-1939 und des danach zum Hoheitsgebiet erklärten Neuschwabenland sowie der deutschen Aktivitäten in den südpolaren Gewässern während der Kriegsjahre. Umgehend wurde eine militärische Aktion in die Antarktis geplant und übereilt 13 Kriegsschiffe mit über 4000 Soldaten und Proviant für 18 Monate zusammengestellt. Unter dem Kommando von Polarforscher und US-Admiral Byrd auf seinem Führungsgeleitschiff Mount Olympus standen zwei Eisbrecher, ein U-Boot, zwei Zerstörer, ein Flugzeugträger, zwei Flugzeuge und anderes mehr. Vor der Öffentlichkeit harmlos als Expedition bezeichnet. An expedition to which I believe you're the advisor is now en route. What is that expedition doing? It will follow, I think, year after year, the bottom of the world, because the government has really become interested. Everybody found the interest in the North Pole because it's so near our greatest challenger, Soviet Russia. But why this interest in the bottom of the world? Nobody living down there, is there? Well, for science. That's why the scientific groups all over the nation are really interested. But more important than that, it has to do with the future of the nation, those to come after us, or even during your lifetime. Because it happens to be an untouched reservoir of natural resources. And you know, as the world swings with an ever-increasing acceleration, far-flung places once useless, like we thought the North Pole was, and no man's land, become very useful. The bottom of the world will be important, not only to us, but to our allies. Does it have military importance? It has some, and as the world shrinks, it will continue to shrink with an ever-increasing acceleration. Thus bringing these places closer. And in the future, I can see a time when it will be very, very important strategically. Well, has development of air power increased the strategic importance of places like the Palmer Peninsula? Was that? Very much, that I am sure. Australia has an expedition down there. The Argentine, the Chile, New Zealand. Are there that many expeditions now there or en route there? The latest expedition now on the way is a government expedition. Yes, that's the government. Kurz vor dem Aufbruch erklärte Byrd doch noch, meine Expedition hat militärischen Charakter. Weitere 8 Nationen, einschließlich der Sowjets, waren zur gleichen Zeit dort unten angeblich mit Klimastudien und Wetterfragen beschäftigt. So wird auch die Byrd-Aussage von der geplanten Einkreisung eines Kontinents verständlich. Dass Byrd eindeutig Feindberührung gehabt haben muss, geht nicht nur aus der Tatsache hervor, dass kurz darauf 4 Kampfflugzeuge spurlos verschwanden, andere in einem plötzlich aufkommenden Nebel
einhergehend mit Heizungs- und Motorausfall orientierlos geworden, abstürzten und weitere 9 Flugzeuge unbrauchbar geworden in der Antarktis zurückgelassen werden mussten. Woraufhin Byrd plötzlich und übereilt, fast fluchtartig, schon am 3. März 1947 diese teure und auf so lange Zeit geplante Operation abbrach. Und 1958 aber war es soweit. Die Alliierten starteten ihre nächste große Antarktis-Unternehmung. Und diesmal fuhren sie stärkere Geschütze auf, nämlich Atomwaffen. Am 27. August, 30. August und 9. September wurde je eine Atomrakete in Richtung Neuschwabenland geschickt. Konnte den vermeintlichen Gegner und Bedroher der alliierten Weltherrschaft wohl nicht ausschalten. Die schwer auf die Krise kommen, die sein mag. Sie wird durch unseren unabänderlichen Willen, durch unsere Opferbereitschaft und durch unsere Fähigkeiten am Ende trotz alledem gemeistert werden. Meldete der ehemalige Hauptverwaltungsleiter des Nachrichtendienstes, dass eine dritte Macht wirksam sei. Die meisten Mitarbeiter der Sicherheitskräfte sind verwirrt und verstehen nicht ganz, was hier geschieht. Auch die Regierungsgegner begreifen offenbar nicht, dass hier eine dritte Macht am Wirken ist. Und wir sollten bitte nicht vergessen, dieses ganze Projekt europäische Einheit ist wegen Deutschland notwendig geworden. Es geht immer dabei, Deutschland einzubinden, damit es nicht zur Gefahr wird für andere. Wenn Sie glauben, dass das 65 Jahre nach Kriegsende keine Rolle mehr spielt, dann sind Sie vollkommen schief gewickelt. Ich kann Ihnen sagen, das spielt jeden Tag noch eine Rolle. Die Feindstaatenklausel steht, die besagt, solange Deutschland so ist, wie es sein soll, den Amerikanern sind es nicht. Solange Deutschland so ist, geht man davon aus, Deutschland will den Zweiten Weltkrieg nicht weiterführen. In diesem Krieg wird es weder Sieger noch Besiegte geben, sondern nur Tote und Überlebende. Aber das letzte Bataillon, das wird ein Deutsches sein.